Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung geht es um die Bilanzen der DAX-Konzerne zum Vorjahr und die Lehren daraus für das laufende Jahr. Außerdem sprechen wir über einen wahren Meilenstein für die Gasversorgung in Deutschland. Denn in Stade soll Deutschlands erstes landgebundene LNG-Terminal entstehen. Heute ist Donnerstag, der 21. März und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, the heat is on. Das habe ich vor kurzem auch gedacht, als sich die Frühlingssonne tatsächlich schon sehr kräftig angefühlt hat. Aber mit Blick auf das Heizverhalten von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, geht der Trend ja allmählich wohl eher dahin, dass die Heizung runter oder gar ausgedreht wird. Doch wie unser persönliches Heizverhalten auch ausfällt, eine sichergestellte Versorgung Deutschlands mit Gas ist ja immer ein wichtiges Thema. Und mit Blick auf die Importstruktur von Flüssiggas tut sich derzeit einiges. Nach dem Überfall auf die Ukraine vor 2 Jahren war der Druck, zusätzliche Gasimportkapazitäten zu schaffen, ja enorm gewachsen. Die Antwort? Schwimmende LNG-Terminals vor den Küsten Deutschlands. Nun aber ist ein neuer Meilenstein erreicht. In Stade soll Deutschlands erstes landgebundene Terminal für den Import von Flüssiggas entstehen. Was genau geplant ist, wer hier investiert und was das Vorhaben für die LNG-Importstruktur Deutschlands in Zukunft bedeutet. Das alles und mehr kläre ich gleich mit unserem Chefkorrespondent für Energie, Klaus Stratmann. Außerdem schauen wir auf die Bilanzen der DAX-Konzerne für das Jahr 2023. Denn mit BMW hat heute der letzte DAX-Konzern seine Bilanzen vorgelegt. Mit einem Gewinn von 11 Milliarden Euro hat BMW übrigens den höchsten Betriebsgewinn der Firmengeschichte verkündet. Alle DAX-Konzerne zusammen verbuchen für das Vorjahr aber einen Gewinnminus von 15%. Wie genau dieser Wert einzuschätzen ist, wer genau aktuell zu den Gewinnern und Verlierern im DAX zählt und natürlich, wie es 2024 noch weitergehen dürfte, darüber spreche ich gleich mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Vorher werfen wir wie immer aber noch einen Blick auf die Märkte und dafür ist mir jetzt Frank Wiebe zugeschaltet. Hallo Frank. Hallo, grüß dich. Der DAX, der hat ja ein neues Rekordhoch erreicht heute. Was ist dazu noch wichtig zu wissen? Ja, der DAX liegt leicht im Plus, so wie auch am Tag vorher die US-Börse leicht im Plus lag. Und weil wir schon so auf Rekordniveau sind, ist das dann immer gleich auch ein neues Rekordhoch. Aber es ist natürlich trotzdem erfreulich für die Anleger. Etwas stärker noch im Plus liegt heute der Index für die Schweizer Aktien. Das liegt daran, weil die Schweizerische Notenbank tatsächlich minimal die Zinsen schon gesenkt hat. Sie ist also weit voraus vor der Europäischen Zentralbank, der EZB und vor der FED, wo ja jetzt im Moment noch die Diskussionen sind, wann das losgeht mit den Zinssenkungen. Ja, damit wären wir auch schon beim Thema FED, was, glaube ich, im Moment das wichtigste Thema für die Märkte ist. Ja, genau. Durch das Bekenntnis der US-Notenbank zur Zinssenkung in diesem Jahr wurde ja eben auch der deutsche Aktienmarkt beflügelt, muss man sagen. Wie genau aber hat sich denn die Entscheidung der FED am Mittwoch heute ausgewirkt bei uns? Ja, es ist erstaunlich. Es haben ja schon seit langem, wird ja damit gerechnet, dass die FED die Zinsen senkt in diesem Jahr. Die Schätzungen gingen bis zu 4 Senkungen. Es gibt, glaube ich, sogar ganz wenige Experten, die jetzt sogar noch an 4 festhalten. Und dann kam aber kurz vor der Sitzung am Mittwoch kamen Spekulationen auf, dass wegen der vielleicht doch immer noch recht hartnäckigen US-Inflation, vor allem im Dienstleistungssektor, dass das vielleicht weniger werden könnte. Oder es gab sogar Einzelne, die gesagt haben, vielleicht ist es auch so, dass sie überhaupt nicht die Zinsen senken in dem Jahr. Und Jay Powell, der Chef der FED, hat eigentlich nichts anderes gemacht, als zu bestätigen, was er vorher auch im Prinzip immer angedeutet hat. Ja, wir senken die Zinsen. Und jetzt sind die Erwartungen wieder, haben sich wieder eingependelt auf das vorige Niveau. Und da haben sich aber alle so drüber gefreut, dass die eben diese neuen Rekordstände zustande gekommen sind.
Ja, in Deutschland hat ja heute außerdem ein Börsengang für ziemlich viel Wirbel gesorgt, nämlich der Parfümeriekette Douglas. Ja, wie genau fiel denn das Börsendebüt da aus? Ja, das war wenig erfreulich, muss man schon sagen. Also Douglas ist rausgegangen mit einem Preis von 26 Euro und das war schon am untersten Ende der Preisspanne, die man vorher in den Raum gestellt hatte. Und dann ist der Kurs relativ schnell Richtung 23 Euro runtergesackt. Das war also wirklich ein Flop, muss man sagen. Zu den Gründen kann man natürlich immer nur spekulieren, aber auffällig ist schon, dass jetzt Douglas mit knapp 3 Milliarden bewertet ist zu dem heutigen Kurs, also unter 3 Milliarden, dass die Firma schon mal 2015 für genau diesen Preis von einer Private Equity Firma in eine andere verkauft worden ist. Da hat sich also irgendwie nicht viel getan in der Zwischenzeit. Und vor allen Dingen, der Schuldenstand liegt auch bei ungefähr 3 Milliarden. Das heißt also, es könnte sein, dass die Tatsache, dass da eben doch relativ viele Schulden im Spiel sind, dass das die Anleger verunsichert hat, dass man das Gefühl hatte, eigentlich, solche Überlegungen kommen dann sehr schnell auf, dass eigentlich der IPO, der Börsengang, nur gestartet worden ist, um die Schulden loszuwerden und dafür Aktionäre reinzubekommen. Und dazu haben die Aktionäre dann eben doch nicht so viel Lust. Und deswegen war das eben doch ein sehr lustloser Börsenstart heute, muss man sagen. Ja, speaking of Flops, welche Einzelwerte sind dir denn heute sonst noch besonders aufgefallen? Da würde ich gar nicht so von Flops reden. Also es gab eigentlich relativ erfreuliche Sachen. Zum Beispiel ist angestoßen worden durch gute Zahlen von Micron, einem Halbleiterhersteller, also Chiphersteller aus den USA. Ist der ganze Halbleiterbereich ist ja heute gut gelaufen, von Infineon bis Aixtron. Und auch sehr gut gelaufen ist zum Beispiel ASML, diese niederländische Firma, die ja Maschinen herstellt, die dazu gebraucht werden, um Halbleiter herzustellen, um Chips herzustellen. Und das ist deswegen interessant, weil ASML auch schon mal unter Druck gestanden hat in letzter Zeit wegen der Schwierigkeiten im China-Geschäft und weil ASML außerdem einfach einer der wirklich interessanten großen Tech-Werte in Europa ist. Da haben wir ja nicht so viele wie in den USA. Das war also recht erfreulich. Dann gab es noch Heidelberg Materials, die haben eine hohe Dividende versprochen, die sind auch ganz gut gelaufen. Und Siemens Energy lief auch ganz gut, da gibt es Spekulationen, dass sie jetzt doch bald wieder ins Geschäft mit Windturbinen einsteigen können. Vonovia lief ganz gut, die laufen immer gut, sind sehr zinsabhängig, da kann man es darauf zurückzuführen. Und die Firma Nordex, da geht es auch um Windturbinen. Die Aktie ist heute auch gut gelaufen, weil da ein Großeinkauf von RWE bekannt geworden ist. Also da sind so im Einzelnen hat es da eigentlich vor allem positive Nachrichten gegeben. Ja, und um Heidelberg Materials geht es übrigens auch in unserem heutigen Schwerpunkt. Also wer da noch mal ein bisschen mehr hören will, einfach dranbleiben. Dir aber schon mal vielen Dank, Frank, für deinen Blick auf die Märkte. Immer gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Wir sprechen jetzt über wichtige Neuigkeiten mit Blick auf die LNG-Importstruktur Deutschlands, also unsere Versorgung mit Flüssiggas. Und dafür spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondent für Energie, Klaus Stratmann. Hallo Klaus. Hallo Sandra, hi. Nach dem Überfall auf die Ukraine vor 2 Jahren war ja der Druck massiv gewachsen, noch zusätzliche Gasimportkapazitäten zu schaffen. Kannst du uns bitte einmal skizzieren, was sich denn seitdem eigentlich in Bezug auf Gasimportmöglichkeiten in Deutschland getan hat?
Ja, da hat sich eine ganze Menge getan und da bewegt sich auch noch viel. Die Bundesregierung hatte ja ganz schnell entschieden, dann nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dass da was geschehen muss. Und es war ja auch absehbar, dass es mit den russischen Pipeline-gebundenen Gaslieferungen nicht verlässlich vorangehen wird. Und die wollte, das Gas will man und wollte man ja auch nicht mehr haben. Also Deutschland hatte bis dahin keine eigenen LNG-Importmöglichkeiten und die mussten schnell geschaffen werden. Das geht gar nicht so schnell, wie man das gerne hätte. Und man hat dann auf ein Mittel zurückgegriffen, nämlich auf ein Provisorium, auf schwimmende LNG-Terminals. Also statt an Land ein stationäres Importterminal für verflüssigtes Erdgas zu bauen, für LNG, hat man zunächst mal auf schwimmende Terminals gesetzt. Und davon hat eine bundeseigene Gesellschaft direkt 4 jetzt in Auftrag gegeben oder beschafft. Und 2 davon sind auch schon in Betrieb und 2 weitere werden in den nächsten Wochen und Monaten in Betrieb gehen. Also es ist einmal Wilhelmshaven, ist schon seit Dezember 2022 ein schwimmendes LNG-Terminal im Dienst und in Brunsbüttel seit Januar 2023 und die weiteren, nämlich in Stade und ein zweites in Wilhelmshaven, werden folgen. Man muss auch dazu sagen, jetzt will ich nicht zu viel am Stück erzählen, aber es sind auch noch 2 privat initiierte FSRU, also schwimmende Terminals, in Arbeit. Eins davon läuft schon komplett und ein weiteres ist, sagen wir mal, in einem vorläufigen Betrieb. Ja, da ist ja schon eine ganze Menge dann also geschehen. Also du hast gerade konkret auch gesagt, 2 schwimmende Flüssiggasterminals sind in Betrieb. Aber wie ausgelastet sind die denn bisher? Kann man das sagen? Ja, die sind nicht ganz so ausgelastet, wie es vielleicht sich der ein oder andere vorgestellt hatte. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Einmal die konjunkturelle Entwicklung ist sicher ein Punkt. Dann sind die Gasspeicher noch recht voll. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Im Moment sind wir bei 66% Füllstand. Das ist weit mehr als im langjährigen Durchschnitt. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so der akute Bedarf, viel LNG einzuführen. Also die Auslastung könnte im Sinne der Betreiber sicher noch besser sein, aber genutzt werden sie alle. Ja, und es geht ja auch vor allem hier um Vorsorge. Genau. Und in Stade soll ja nun ein fest installiertes, also landgebundenes Flüssiggasterminal entstehen. Was genau ist denn dort vor Ort geplant? Ja, da wird also eine große Anlage geplant, die 13 Milliarden Kubikmeter pro Jahr Kapazität haben soll. Das ist mehr als so ein durchschnittliches schwimmendes Terminal hat, also höhere Kapazität. Und die Anlage hat noch einen besonderen Vorteil, so stellen das jedenfalls die Initiatoren und Investoren dar. Die wird die Abwärme von Dow Chemical, also eines großen Chemiekonzerns, da vor Ort nutzen können. Und das macht den Betrieb effizienter, so sagen das die Betreiber, die künftigen Betreiber, weil man die Regasifizierung, also das Wiedererwärmen des verflüssigten Gases, da mit der Abwärme aus dem Chemiekonzern besonders effizient machen kann. So ist die Geschichte, die die Betreiber dazu haben. Lass uns auch noch ein bisschen in dem Zusammenhang über Geld sprechen. Also wie hoch sind denn eigentlich die Investitionskosten für dieses Vorhaben in Stade und wer genau investiert denn da in diesen landgebundenen LNG-Terminal? Ja, das sind also 4, in der Betreibergesellschaft sind 4 Unternehmen. Das ist einmal die Bus Group, das ist ein maritimer Dienstleister aus Hamburg, also ein Unternehmen, das sich mit dem Betrieb von Häfen und allem, was da rundherum sich abspielt, sich sehr gut auskennt. Dann ist es eine Private Equity Gesellschaft, nämlich die Partners Group. Und wie gerade schon gesagt, Dow, also der Chemiekonzern. Und ich habe den wichtigsten vergessen, den fast wichtigsten, nein, Enagas, ein spanischer Gasnetz- und LNG-Terminalbetreiber, also ein ganz erfahrenes Unternehmen in dem Bereich, ist da jetzt drin. Die waren zunächst mit 10% engagiert und erhöhen ihren Anteil jetzt auf 15%. Aber die beiden wichtigsten Investoren sind die Bus Group und die Partners Group. Ja, 1 Milliarde soll das Ganze kosten. Also die reinen Baukosten werden auf 1 Milliarde beziffert. Jetzt kursiert noch eine weitere Zahl, dass es am Ende um 1,6 Milliarden wohl geht. Also wenn man alles rundherum noch dazu zählt, die reinen Baukosten fürs Terminal 1 Milliarde. Das ist so die Hausnummer, über die wir da reden. Mhm.
Und dann lass uns jetzt nochmal das ein bisschen aufdröseln, schwimmende und landgebundene Terminals. Also welche Vorteile haben denn landgebundene Terminals eigentlich im Vergleich zu den schwimmenden? In erster Linie dürfte, vermute ich mal, ja der Transport dann deutlich leichter und günstiger werden, oder? Ja, also die landgebundenen Anlagen sind effizienter. Da kommt dann also der LNG-Tanker an und das ist insgesamt ein besser funktionierendes System. Es ist leistungsfähiger, eine größere Skalierung, was schon mal ein Riesenvorteil ist. Und auch noch so ein Punkt, die schwimmenden Terminals sind ja auch oft in der Kritik, die sind recht laut. Umweltschützer sagen auch, die würden mit einer Schadstoffbelastung einhergehen in den Gewässern, in denen sie liegen. Also die landgebundenen Terminals sind, um das mal ein bisschen kompakt zusammenzufassen, die solidere Lösung. Die FSRU, also diese schwimmenden Terminals, sind ja auch nur Provisorien und die sind gar nicht so sehr für den Dauerbetrieb gedacht, also nicht für den Dauerbetrieb an einem Ort jedenfalls. Wobei man auch sagen muss, dass viele dieser Anlagen dann am Ende doch auch Jahre im Einsatz sind an einem Hafen. Aber die landseitige Anbindung, ein landseitiges Terminal ist eben die dauerhaftere Variante. 2027 soll der neue LNG-Terminal in Stade ja in Betrieb gehen. Was aber würde das konkret für unsere Energieversorgung bedeuten ab dann? Ja, es macht einfach die Infrastruktur verlässlicher und es ist, man hat mehr Möglichkeiten. Ja, Infrastruktur sollte nicht auf Kante genäht sein, um es mal salopp zu sagen. Also wenn ich da jetzt ein Terminal habe mit einer Kapazität von 13 Milliarden Kubikmetern, dann ist das immerhin ein Viertel dessen, was die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 an Jahreskapazität hatte, 55 Milliarden Kubikmeter. Und zusammen mit den anderen Terminals, die dann noch entstehen werden, auch landseitige, nämlich Wilhelmshaven und Brunsbüttel, wird man also am Ende zumindest rechnerisch die Kapazitäten haben oder annähernd die Kapazitäten haben, die mit Nord Stream 1 weggefallen sind. Das ist also so die Überlegung, die dahinter steht. Man muss irgendwie sehen, dass man diese Pipeline-Lieferungen aus Russland, die nicht mehr erfolgen, dass man die ersetzt, zumindest die Möglichkeit hat, Importe in gleichem oder annähernd in dem Umfang wieder zu realisieren. In Stade wird ja nun das deutschlandweit erste landgebundene Terminal entstehen. Wie genau steht Deutschland eigentlich so im Vergleich zu anderen Ländern in Europa da damit? Ja, Deutschland ist kompletter Nachzügler. Es gibt in der EU über den Daumen gepeilt mehr als 2 Dutzend LNG-Terminals. In Spanien zum Beispiel eine ganze Reihe, in Belgien, in den Niederlanden. Also da ist Deutschland total hinterher. Das hat aber eine ganz klar nachvollziehbare Erklärung. Deutschland hat eben lange gedacht, wir haben ja das Gas aus Russland, was sollen wir das teurere LNG noch einführen? Das brauchen wir nicht. Und wenn wir es doch mal brauchen, dann können wir ja auch die Häfen in den Niederlanden oder in Belgien nutzen und das LNG dann über das europäische Gaspipeline-System auch bis zu uns bringen. Aber in der Krisensituation hat man eben gemerkt, dass man dann da an Grenzen stößt, denn die Kapazitäten der LNG-Terminals in Belgien und in den Niederlanden sind natürlich auch nicht unbegrenzt. Und da ist es dann mal sehr deutlich geworden, dass es sinnvoll ist, eigene Importmöglichkeiten für LNG zu haben. Die Debatte darüber hat es auch in den Jahren zuvor, also vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, schon gegeben. Aber das ist nie was geworden, weil am Ende hat man gesagt, dann nehmen wir doch noch weiter das billige russische Gas, wird schon alles gut gehen. Und ja gut, die Folgen sind allgemein bekannt und da musste man dann eben schnell für Ersatz sorgen. Auf der anderen Seite sagen ja manche Kritiker und auch Umweltschützer hierzulande, Deutschland plant da auch eine gewisse überdimensionierte LNG-Importinfrastruktur. Wie siehst du denn das? Ja, also es ist vielleicht ein bisschen sehr verkürzt. Also ich kann das Argument zum Teil nachvollziehen, aber das spricht auch einiges dagegen. Denn wir sollten nicht nur damit rechnen, was wir in Deutschland selbst an Gas verbrauchen und verbrauchen werden, sondern Deutschland ist dann natürlich auch für viele mittel- und osteuropäische Länder, die keine eigene Hafenanbindung haben, ein wichtiger Lieferant. Also Länder wie Tschechien oder auch Österreich, die brauchen auch Erdgas, jedenfalls noch für einige Jahre. Und da ist man natürlich froh, wenn in einem Land wie Deutschland auch entsprechende Kapazitäten entstehen. Denn das ist völlig naheliegend, dass man über Deutschland dann Gas einführt. Und wenn man auf Stade schaut, also auf dieses landgebundene Terminal, das
jetzt entstehen wird. Da ist zum Beispiel der tschechische Energiekonzern ČEZ einer der drei wichtigsten Nutzer. Die haben also Kapazitäten gebucht und klar, die müssen auch an Gas kommen. Also man darf nicht nur den deutschen Gasbedarf betrachten, sondern muss auch an die anderen EU-Staaten denken. Und außerdem noch eine Sache, man kann auch nicht einfach die Kapazitäten jetzt eins zu eins nehmen und von einer 100-prozentigen Auslastung ausgehen. Das gibt der Markt auch oft gar nicht her. Man kann sich nicht vorstellen, dass die LNG-Tanker, die da wie an einer Perlenkette aufgereiht stehen und der Reihe nach abgefertigt werden. Außerdem ist die Preissituation auch manchmal so, dass man mal lieber ein paar Wochen, dass keiner da ist, der Gas importieren will, wenn die Preise zu hoch sind. Also die sind nicht durchgehend ausgelastet. Insofern sind die 13 Milliarden, die ich da vorhin genannt habe, auch nur ein rechnerischer Wert. Und der nächste Punkt, man kann auch die Infrastruktur nicht einfach so hinnehmen, als wäre sie jetzt immer voll funktionsfähig. Wir haben jetzt als größten Lieferanten von Erdgas Norwegen mittlerweile. Das norwegische Gas kommt über Pipelines. Sollte da eine Pipeline mal ausfallen, müsste man auch ganz schnell wieder Ersatzimportmöglichkeiten haben. Und da kann man sich über ein bisschen Spielraum bei den LNG-Terminals dann am Ende freuen. Mhm. Wenn ich noch einen Satz sagen darf. Klar. Außerdem ist es auch natürlich so, dass die Anlagen alle so ausgelegt sein müssen, das ist gesetzlich auch so vorgegeben, dass sie auch am Ende für grüne Gase einsetzbar sind. Also zum Beispiel für Wasserstoffderivate, für Ammoniak, der auf Wasserstoffbasis hergestellt wird. In Stade ist das so, da hat die Bundesanstalt für Materialprüfung schon testiert, dass das geht und entsprechend umrüstbar ist. Also da ist man gewappnet auch für eine grüne Zukunft dieser Terminals und man kann das jetzt also nicht, man muss das nicht für die Erdgasnutzung fortschreiben bis dorthin aus. Das ist nicht gewollt, nicht gewünscht und das wollen auch die Betreiber nicht. Vielen Dank, Klaus, dir für die Einschätzung zu dieser Investition in die Zukunft. Danke, ciao. Und den Text von Klaus, den verlinken wir natürlich auch nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt Wochenende. Ich bin Charlotte Hauenhorst, Digitalchefin beim Handelsblatt. Und ich bin Sven Prange, Leiter des neuen Wochenendteams. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben, am Wochenende. Mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com/Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Wir wollen jetzt näher über die Bilanzen der DAX-Konzerne für das Jahr 2023 sprechen. Denn für BMW wurde ja heute die letzte Bilanz im Bunde veröffentlicht. Und dafür ist mir nun unser Börsenexperte Ulf Sommer zugeschaltet. Hallo Ulf. Hallo. Ja, BMW hat heute einen Gewinn von 11 Milliarden Euro bekannt gegeben. Wie fällt dein Fazit dazu aus? Also BMW, der Gewinn ist gut, das ist prima, das ist klasse. Mein Gesamtfazit zum DAX ist allerdings gemischt. Also negativ, denn die Nettogewinne der 40 DAX-Konzerne sinken gegenüber dem Vorjahr um knapp 15% auf 102 Milliarden Euro. Ich habe dabei jetzt den zweistelligen Milliardenerlös der Telekom aus dem Verkauf ihres Funkturmgeschäfts ausgeklammert, weil das ist schließlich ein Einmaleffekt. Ja, aber das ist, wie gesagt, 15% weniger, das ist erstmal schlecht. Aber positiv ist es dennoch, weil der ganz große Einbruch, wie wir ihn ja zeitweise im letzten Jahr befürchten mussten und wie wir ihn beispielsweise auch 2020 erlebt hatten, schon einmal bei den DAX-Konzernen, ja, der ist nicht eingetroffen. Also 102 Milliarden ist ja immer noch ein stattliches Ergebnis und es ist immerhin, ja, immerhin das drittbeste Ergebnis in der deutschen Firmengeschichte. Kann man also sagen, das Gewinnminus von insgesamt ja 15%, wie du gesagt hast, ist gemessen dann an Rezession, Konjunkturflaute und Co. am Ende doch positiv zu bewerten? Es hätte schlimmer kommen können. Ja, bleiben wir kurz nochmal bei BMW. BMW hat ja heute den höchsten Betriebsgewinn seiner eigenen Firmengeschichte verkündet. Und wie sieht es denn aber bei anderen Autobauern aktuell so aus in Deutschland? Ja, du hast recht. BMW hat den höchsten Betriebsgewinn präsentiert.
aber der operative Gewinn ist gesunken und der Nettogewinn ist ebenfalls gesunken bei BMW. Also da muss man immer ganz genau auf die Begriffe und Begrifflichkeiten aufpassen. Insgesamt haben die drei Autobauer 42 Milliarden Euro verdient. Sie stehen damit für sage und schreibe 41% der Gesamtgewinne aller 40 DAX-Konzerne. Das ist beachtlich viel. Aber die Börse schaut ja bekanntlich nie auf die Gegenwart, sondern über die Zukunft. Und hier fällt auf, dass BMW, Mercedes und Volkswagen zusammengerechnet nur 211 Milliarden Euro wert sind an der Börse. Das entspricht nicht mal 11% des Gesamtbörsenwerts aller 40 DAX-Konzerne. Also 11% des Gesamtbörsenwerts, aber mit ihrem Gewinn tragen sie 41% bei. Das ist also eine ganz, ganz große Diskrepanz zwischen sehr hohen Gewinnen und niedriger Börsenkapitalisierung. Das spiegelt eine ganz tiefe Skepsis der Aktionäre gegenüber den Autobauern wider. Mhm. Ja, und auffällig ist, und allein das zählt an der Börse, ist eben, dass der Trend in dieser Schlüsselbranche nach unten geht. Denn im Vergleich zu 2022 sind die Nettogewinne der drei Autobauer um immerhin 11% gesunken. Ja, und allen Prognosen zufolge dürften sie in diesem Jahr weiter sinken. Mhm. Machen wir nochmal das größere Bild auf zu dem Gewinn minus von 15%, die du schon angesprochen hast im DAX. Aber warum halten sich denn so viele DAX-Konzerne insgesamt betrachtet doch eher gut? Ja, richtig. Es gibt viele Krisen. Doch mit etwas über 100 Milliarden Euro haben die Konzerne eben 15% weniger verdient. Aber sie haben immerhin ihr drittbestes Ergebnis eingefahren. Warum halten sie sich so gut? Ja, vielen Unternehmen gelingt es einfach, starke Gewinne trotz der Krisen einzufahren. Es gibt viele resistente Unternehmen. Diese sind weitgehend unabhängig von konjunkturellen Schwankungen oder sie profitieren sogar davon. Mhm. Ja, welche Unternehmen im DAX gelten denn als besonders krisenresistent und warum steuern sie offenbar so gut durch diese krisengeschüttelten Zeiten? Ja, das ist eine ganze Menge im DAX. Also da fallen mir als erstes die drei Versicherer ein, Allianz, Münchener Rück, Hannover Rück, dann die zwei Banken, Commerzbank und Deutsche Bank. Ja, die profitieren erstmal alle von gestiegenen Zinsen. Dadurch haben sie höhere Zinserträge, höhere Zinseinnahmen. Also das Geschäft wird einfach einfacher für die Finanzdienstleister. Oder wer mir noch einfällt, ist SAP mit seinem ganz starken Cloud-Geschäft. Oder für mich ein ganz spezieller Fall, Heidelberg Materials, der Baustoffkonzern. Ja, der Baustoffkonzern fährt Rekordgewinne ein, trotz Baukrise in Deutschland. Warum? Ja, Heidelberg Materials macht gerade mal 9% seiner Umsätze in Deutschland, 91% im Ausland. Ein hoher Anteil ist dabei in Nordamerika. Ja, und dort brummt die Wirtschaft. Also so könnte ich immer weitere Konzerne aufzählen. Auch Deutsche Börse macht glänzende Geschäfte. Mhm. Es gibt einfach eine ganze Reihe im DAX, die ja weitgehend unabhängig oder ganz unabhängig sind von der Konjunktur oder eben von den aktuellen Krisen profitieren. Ja, hier ist natürlich ganz vorne Rheinmetall zu nennen, ist ja auch DAX-Mitglied. Rheinmetall boomt, nicht nur die Aktie boomt, auch die Gewinne boomen, denn Rheinmetall profitiert einfach von den stark steigenden Rüstungsausgaben in Europa und Amerika. Dann lass uns als nächstes doch mal über die größten Verlierer im DAX sprechen. Also wenn wir uns da nochmal andere Branchen anschauen, dann hatten ja zum Beispiel schon so manche Chemiehersteller auch ihre Aktionäre auf schwierige Zeiten eingestimmt und Sparprogramme angekündigt. Was ist denn dazu noch wichtig zu wissen? Ja, wie du schon angesprochen hast, die beiden Chemiehersteller, das sind Sorgenkinder, BASF und Covestro. Mhm. Schwache Nachfrage, schwache weltweite Nachfrage, dazu teure Energie, das ist ein übler, gefährlicher Mix. Ja, aber immerhin kommen die noch einigermaßen durch die Krise, BASF und Covestro. Es gibt Unternehmen, da sieht es noch schlimmer aus. Das sind aber dann Unternehmen mit wirklich hausgemachten Problemen. Da ist gar nicht so sehr allein die Konjunktur verantwortlich. Da ist beispielsweise Bayer. Bayer schleppt schon seit vielen, vielen Jahren das Monsanto-Problem mit sich herum. Da sind immer wieder neue Abschreibungen fällig oder Prozesskosten aufgrund von Glyphosat, das ist der Glyphosat-Problematik. Oder Siemens Energy, die haben ganz große Probleme mit ihrer spanischen Tochter Gamesa. Ja, und dann ist Vonovia noch zu nennen, der Immobilienriese. Das ist ein besonderer Fall. Die haben ein nach wie vor sehr, sehr starkes, gutes operatives Tagesgeschäft, denn so gut wie alle Wohnungen sind vermietet. Auch Mietpreiserhöhungen haben Vonovia mit Blick auf die Auslastungsquote nichts ausgemacht. Aber Vonovia leidet unter den stark gestiegenen Zinsen und gleichzeitig fallenden Immobilienpreisen. Dadurch mussten sie Werte in ihrem Bestand abwerten und das führte eben zu einem hohen Milliardenverlust bei Vonovia. Hm.
Ulf, dann lass uns zu guter Letzt doch noch einen Blick voraus wagen. Wie schätzt du, dürfte es denn für DAX-Konzerne 2024 noch weitergehen? Ja, gute Frage. Wenn ich das alles ganz genau wissen würde, dann könnte ich darauf sicherlich auch gute Rückschlüsse für den DAX schließen. Ganz so einfach ist es nicht. Also es wird mit Sicherheit nicht einfacher werden. Es wird eher schwieriger werden. Der Heimatmarkt stagniert, Europa schwächelt. Mhm. Ja, und dann gibt es zwei ganz große Unbekannte, die bislang, also gerade in Nordamerika, USA, das US-Geschäft läuft gut nach wie vor. Aber hier wissen wir eben nicht, ob das auch so gut bleiben wird. Ja, und die zweite große Unbekannte ist die ganz wichtige Region Asien, hier vor allen Dingen mit dem Geschäft in China. Auch hier wissen wir nicht ganz genau, wie es weitergehen wird. Also ja, das sind zwei große Unbekannte, das US-Geschäft und China. Insofern, es bleibt schwierig und es wird sicherlich eher noch schwieriger werden als im Jahr 2023. Wir bleiben dran. Vielen Dank, Ulf, schon mal für deine Einschätzungen bisher. Bitte, gerne. Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com oder schicken Sie uns gerne auch eine Rückmeldung per WhatsApp, Telegram oder Signal. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr und mein Dank für die Produktion geht heute an Florian Pape. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe jetzt einen unheimlichen Ohrwurm und mache mir gleich nochmal The Heat is On an. Ihnen schönen Dank fürs Zuhören bis hierher und bis zum nächsten Mal. Tschüss!